Wir spielen wieder eine Runde Ausfahrt TV, kurz und knackig. Ich habe für euch da draußen alle relevanten Fakten zum neuen Volvo V60. Nach der 90er-Familie und dem XC60 hat Volvo mit dem V60 das nächste Fahrzeug präsentiert, was auf der neuen Plattform SPA steht. Zum Marktstart bietet Volvo den V60 mit drei Motorisierungen an. Ein Benziner mit 320 PS und zwei Diesel mit 150 und 190 PS. Später 2018 sollen noch zwei Plug-in-Hybride kommen mit 340 und 390 PS sowie der Einstiegsbenziner mit 250 PS. Alle Motoren haben die 8-Gang Getronic als Automatikgetriebe. Den Wagen gibt es mit Front- und mit Allradantrieb. Und alle Motoren erfüllen die Abgasnorm Euro 6D. Zum Marktstart bietet Volvo den V60 erstmal nur in zwei Ausstattungslinien an, Momentum und Inscription. Bei beiden Ausstattungslinien sind die Voll-LED-Scheinwerfer serienmäßig dabei. Der V60 sieht natürlich dem V90 sehr ähnlich seinem großen Bruder. Ein kleiner Unterschied ist hier im LED-Tagfahrlicht, denn der Griff von Thor's Hammer, der reicht hier einzeln fast bis an den Grill heran. Der neue Volvo V60 ist 4,76 Meter lang, damit ist er 13 cm länger als sein Vorgänger. Er ist 1,85 Meter breit, also 25 mm breiter als der Vorgänger. Zudem ist er mit einer Höhe von 1,43 Meter fast 6 cm flacher als der alte V60. Der Farbfächer vom Volvo V60 umfasst 13 Farben. Bei den Felgen steht er in der Basis auf 17 Zöllern und optional kann man sich auch 20 Zöller bestellen. Im Innenraum ähnelt der Volvo V60 der 90er-Familie nicht nur, sondern sämtliche Komfort- und Sicherheitsfeatures sind natürlich von dem großen Modell übernommen worden. Man hat hier ebenfalls ein Head-Up-Display, das 12-Zoll-Display hinter dem Cockpit, aber auch die ganzen Assistenzsysteme sind vorhanden und für die Leute, die gerne Musik hören, auch das Bowers & Wilkins Premium-Soundsystem. Der Volvo V60 als Mittelklasse-Kombi bietet auch Passagieren im Fond hier eine ganze Menge Platz. Zumindest ich mit meinen 1,80 Meter habe genug Beinfreiheit wie auch Kopffreiheit und auch zur Seite fühle ich mich nicht beengt. Per Fußgeste lässt sich die optional elektrische Kofferraumklappe automatisch öffnen. Das Stauvolumen ist um 95 Liter angewachsen auf 529 Liter. Klappt man die Rücksitzbank um, so erhält man Stauvolumen von 1441 Liter. Das sind sogar 200 Liter mehr als noch beim Vorgänger. Den neuen Volvo V60 könnt ihr heute schon online konfigurieren und auch bestellen. Ab Juli steht er dann bei eurem Händler für Probefahrten bereit zu einem Einstiegspreis von 40.100 Euro. Wollt ihr mehr wissen, guckt einfach das lange Review bei Ausfahrt TV. Ich verabschiede mich wie immer und sage Tschüss, bis dann, euer Jan.